Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure, take me there. So, als nächstes würde ich euch ganz gern zwei Techniken mit Texturpaste oder Strukturpaste und Schablonen bzw. Stencils zeigen, vorführen, damit ihr die einmal gesehen habt. Für die erste Technik schaffe ich mir erstmal einen Aquarellhintergrund, ganz zufällige Farbwahl und lasse einfach die Farben auf dem Papier verlaufen, einfach um erstmal eine Basis zu haben, um euch diese erste Technik vorstellen zu können. Auch hier gibt es natürlich viele, viele verschiedene Varianten. Oder dass ihr verschiedene Varianten mischt. Also da ist wie immer, wie eigentlich bei allen Kreativen, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ich möchte euch einfach nur wirklich meine Favorites zeigen, meine Lieblingstechniken hier, was das betrifft. Ich bringe jetzt hier einfach mal ein bisschen wirklich schön abstrakten Hintergrund aufs Papier. So, dann lassen wir dann einfach mal trocknen. Und dann können wir dann mit der Texturpaste reingehen, um euch da zu demonstrieren, was ich meine. So ein paar kleine Wassersplatters auftropfen, einfach den Pinsel mit Wasser laden, dann ein bisschen reintropfen, dann es kreiert nochmal so einen interessanten Blooming-Effekt auf dem Papier. So, und jetzt will ich das einfach trocknen lassen und dann gehen wir da nochmal mit einer schönen Texturpaste drüber. So, und jetzt, wo das getrocknet ist, kann ich euch ganz kurz zeigen, wie ich hier die Texturpaste darüber auftrage. Dazu braucht ihr, wie gesagt, irgendwelche Stencils, Schablonen. Da gibt es ja eine riesengroße Auswahl. Und dann lege ich mir einfach die Schablone immer da drüber, ne? Palettenmesser. Und dann natürlich eine Texturpaste, Strukturpaste eurer Wahl. Entweder eine farbige, mit Glitter, mit Glimmer. Eine glänzend trockene, eine ganz normale Acrylpaste, Acrylmousse, also da gibt es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele verschiedene Pasten mit Crackle-Effekt zum Beispiel. Ich nutze jetzt erstmal hier diese goldene mit Crackle-Effekt und trage die einfach ein bisschen über dieses Muster hier auf. Dann nehmt ihr euch die einfach so daher mit dem Palettenmesser und tragt die quasi über die Schablone auf, kratzt die so drüber. Ich mag da auch immer ganz gerne die Ränder so ein bisschen offen lassen, also dass ich nicht so ein ganzes Motiv übertrage, sondern einfach so ein bisschen offen. Schön ebenmäßige Schicht. Ruhig, dass es auch ein bisschen Höhe hat, also seid nicht zu sparsam da. Und dann nimmt ihr einfach die Schablone ab und habt eine wunderschöne Textur auf dem Hintergrund. In dem Fall wird das jetzt mit so einem gewissen Crackle-Effekt auftrocknen. Und dann kann ich euch nochmal zeigen mit einer weißen zum Beispiel. Normalerweise würde ich jetzt warten, bis die Seite getrocknet ist. Aber ich gehe da jetzt einfach mal daher, zum Beispiel mit diesem Leaf hier, mit diesem Blatt. Packe es mir jetzt hier drauf und gehe da jetzt dann nochmal mit einer weißen Acrylpaste drüber oder mit dem weißen Acrylmousse. Einfach um da nochmal so ein bisschen einen anderen Touch reinzubringen. Um euch da ein bisschen einen anderen Effekt zu zeigen. Und auch hier nehme ich den Acrylmousse mit meinem Palettenmesser. Ich trage das dann einfach übers Motiv auf, streiche das ein bisschen schön ebenmäßig drüber. Ganz wichtig, dass ihr mal schaut, dass die Schablone euch nicht verrutscht. So.
Dann nehmen wir das auch hoch. Dann haben wir hier dieses wunderschöne Blatt zum Beispiel. Genau, also ihr habt da wirklich diese Variante, dass ihr es halt über die Aquarellfarbe auftragt. Ja, und wo wir gerade dabei sind, dann kann ich euch auch gleich nochmal schnell meine Favorite Splatter Technik, meine Lieblingstechnik zeigen, um verschiedene Splatters, Farbspritzer aufzutragen. Da nutze ich immer ganz gerne in Weiß hier, so ein Deckweiß oder weiße Acrylfarbe, weißes Gesso oder halt hier dieses Dr. P.H. Martin Bleedproof White ist eigentlich so mein Favorite. Und dann nehmt ihr euch einfach einen Pinsel her und nehmt diese weiße Farbe. Könnt ihr gerne noch ein bisschen mit Wasser verdünnen, dass die wirklich schön dünnflüssig ist. Und für große Farbspritzer einfach diesen Pinsel schön laden und dann einfach mit dem Zeigefinger da so ein bisschen drauf tippen und dann kriegt ihr da so ein paar schöne, größere Farbspritzer, ja. Und wer da dann so ein bisschen was Feineres haben möchte, wie so ein, ich sag mal, ein bisschen feinere Farbspritzer, dann einfach, dass ihr einen anderen Pinsel erhält oder irgendwas anderes und den so ein bisschen drauf klopft, ganz leicht, dann bekommt ihr so ein bisschen leichteren Farbnebel. Also ein bisschen kleinere Farbspritzer. Weil es so ein bisschen koordinierter auch ist. Auch wo eure Spritzer landen, ja. Und ihr seht, da bekommt dann so ein bisschen wie so einen feineren Nebel. Wie gesagt, ist meine Lieblings-, ich liebe Farbspritzer eigentlich. Es gibt bei mir wirklich kein Projekt, was, glaube ich, keine Farbspritzer hat am Ende, weil irgendwie gibt es nochmal so einen, ja, so einen schönen Abschluss und es macht die ganze Sache so ein bisschen magisch. Es sieht ein bisschen aus wie so feiner Sternstaub. Das mache ich auch super, super gern mit Glimmer, Metallic-Farben, diese Farbspritzer am Ende nochmal aufbringen, ja. Also ich habe da wirklich mit der Texturpaste und genau, ist immer wunderschön, gerade auch so für verschiedene Hintergrundtechniken und um gemalte Objekte so ein bisschen mit dem Hintergrund auch zu verbinden, ja, um alles so ein bisschen so eine Einheit zu schaffen, das ein bisschen zu überlappen und miteinander, ja, zu verbinden einfach, ne? Ja, und die zweite Technik, die ich euch kurz zeigen möchte, die ich auch immer sehr, sehr gerne nutze, ist, dann nimmt ihr einfach das Blankoblatt daher und dann auch, wie gesagt, eine Schablone hier, eine Stencil und dann auch eine Texturpaste. In dem Fall macht es Sinn, wenn ihr eine nehmt, die mit einer leicht glänzenden Glossy-Oberfläche trocknet, ja, sodass ihr wirklich am Ende diesen, ja, diesen Resist-Effekt habt. Ich nehme jetzt hier einfach mal diese Texturpaste daher, die ich hier habe. Diese weiße, die hat einen leichten Crackle-Effekt auch, aber das ist in dem Fall jetzt eigentlich auch nicht weiter stört. Ich trage jetzt einfach mal hier so ein bisschen aufs Papier, auf den Hintergrund auf. Funktioniert auch mit ganz normaler Texturpaste, Sandstrukturpaste oder Acrylmousse. Aber da habt ihr dann einfach wiederum auch einen anderen Effekt nochmal, ja. Aber wie gesagt, einfach da so ein bisschen spielen, ein bisschen probieren. Und oftmals bekommt ihr dann am Ende ganz überraschende Ergebnisse, Resultate, einfach indem ihr unterschiedlichste Materialien nutzt. Ja? Gibt es auch schön mit Glitzer drin, mit Glitter oder transparent trocknende Acrylpasten, Strukturpasten. So, genau, jetzt haben wir das hier drauf und jetzt lasse ich das einfach mal trocknen und zeige euch dann danach den Effekt, den ich meinte mit dieser Resist-Technik. Ja? So, das ist jetzt getrocknet. Jetzt haben wir hier, sieht man erstmal so ein bisschen diesen schönen Crackle-Effekt zum einen. Und einfach diese wunderschöne Textur, Struktur. Und wenn wir jetzt da mit Aquarellfarbe reingehen, werden wir einfach hier eine beliebige Farbe hier schnappen, ein bisschen Wasser auftragen, auch wieder mit der
Sprühflasche hier arbeiten. Ist nicht zwingend notwendig. Also ihr könnt auch das Wasser, die Farbe einfach direkt so auftragen. Und dann schnappe ich mir hier eine schöne Farbe. Gehen wir mal in dieses Dusk Pink zum Beispiel rein. Und wenn ihr dann hier so aufs Papier geht, dann seht ihr schon, wie so ein bisschen diese Oberfläche so einen leichten Resist-Effekt hier schafft. Eine andere ein bisschen rein. Ein bisschen einen Blauton rein. Dann auch noch mal ein bisschen zusätzliches Wasser aufsprühen, um das Ganze noch so ein bisschen mehr verlaufen zu lassen. Zum Beispiel die Farbe so ein bisschen runterlaufen lassen, einfach so ein bisschen in die Richtung bringen, in die Richtung ziehen. Nochmal so einen schönen Effekt. Habt ihr dann eine ganz tolle Technik, um einen wunderhübschen Hintergrund zu zaubern. Könnt ihr hier noch so ein paar kleine Splatters drauf bringen. Und wie gesagt, das ist im Prinzip die zweite Variante, wie ihr da mit Texturpaste schöne Effekte erzielen könnt in Kombination mit Aquarellfarbe. Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a nothing in this world will interfere. This is my year.